Also der hat, ich hole mal aus, wir haben schon lange OER. Angefangen hat das mit unserer Loop-Plattform für Cloud Working, was bei uns in Lübeck das Autorentool ist. Dort haben wir zwei offene Systeme. Das eine, wo auch die TU Graz stark involviert ist, der Schulbuchomat, mit dem ersten freien OER-Schulbuch Deutschlands. Und sehr erfolgreich, was wir auf der Plattform hosten. Dann haben wir parallel noch ein Computerarchitektur und Betriebssysteme Loop ins Netz gestellt. Das läuft unter NC-Lizenz und hat auch sehr viele Zugriffe. Ist aber ein ganzes Bachelor-Studienmodul, 5 Credit Points lang. Und dazu natürlich unseren YouTube-Kanal. Moin ist eine Plattform für offene Bildung. Dort werden Kurse angeboten, die man belegen kann. Wir haben tolle Angebote, zum Beispiel den Video-MOOC, Hanse-MOOC, Projektmanagement. Diese Kurse haben zum größten Teil OER-Inhalte. Und jeder ist willkommen, kann dort teilnehmen. Und wir starten oder sind jetzt im März gestartet unter moin.oncampus.de, um diese Angebote zu verteilen. Das ist eine traurige Geschichte. Also wir stellen sehr viele Inhalte ins Netz. Unsere Inhalte werden auf YouTube sehr viel geguckt. Wir haben über 100.000 Klicks auf dem Marketing-MOOC. Wir haben insgesamt, glaube ich, knappe 500.000 Klicks auf unsere OER-Videos. Eine Remix-Kultur, dass unsere Inhalte verwendet werden, um neue Inhalte zu generieren, ist mir fast unbekannt. Ich kenne nur einen einzigen Fall.